Auf ein Bier mit aus der Hasenbrauerei in der Kälberhalle wird Ihnen präsentiert von Hasenbier.de. Einfach, ehrlich, echt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Bier mit hier aus dem Hasenbräuhaus aus der Kälberhalle in Augsburg. Auch heute weiß ich wieder nicht, wen ich gleich begrüßen darf, aber ich habe wieder einen Tipp bekommen von meiner Redaktion und schauen wir mal, ob mir das wirklich weiterhilft. Dein Gast ist Rheinländer, in Rom zu Hause und wohnt in Schwaben. Also ein globaler Typ. Herr Brauns heutiger Gast ist Prälat Wilhelm Imkamp. Der Theologe ist Wallfahrtsdirektor von Maria Vesperbild. Imkamp ist Sohn einer Unternehmerfamilie und wurde in Kaldenkirchen am Niederrhein geboren. Er studierte in Rom und wirkt neben seinem Amt in Maria Vesperbild auch als Konsultor der Selig- und Heiligsprechungskongregation. Außerdem ist er Mitglied des Aufsichtsrates der Mediengruppe St. Ulrich Verlag in Augsburg. Jetzt bin ich gespannt. Herr Braun. Grüß Gott. Ja, das freut mich jetzt. Das freut mich. Fürchtet euch nicht, ich bin es wirklich. Ja, ne? Er ist es wirklich. Bitte nehmen Sie. Oh, da muss ich gleich hingehen. Muss ich gleich hier hochwürgen. Bitte schön. Nehmen Sie. Super. Sehr wo ist schön. Das Bier? Wo ist das Bier? Das ist die Frage. Der Herr Prälat hat Durst. Oder ist Prälat, ist das das Rede? Oder Monsignor? Alles oder richtig, was alles sagen? Richtig. Ein Bier. Danke. Das ist schön. Daran merkt man, dass Sie katholisch sind. Sie fragen gleich nach dem Bier. Genau. Da sage ich, Prost. Sehr schön. Herr Prälat Imkamp. Mit Ihnen habe ich jetzt gar nicht gerechnet, muss ich sagen. Mit mir rechnet selten jemand. Ja, obwohl sehr viel auch in Talkshows und so zu sehen sind. Im Fernsehen habe ich Sie auch schon öfters gesehen, aber jetzt war ich irgendwie. Aber jetzt löst sich das auch ein bisschen auf, den Tipp, den ich bekommen habe. Rheinländer nehme ich also an, ist Ihre Heimat? Niederrhein, ja. Niederrhein, ja. Wo genau, welcher Ort? Kaltenkirchen. Kaltenkirchen. Heute heißt das Nettetal, zusammengefasst, genau. Größer. Also so knapp vor Venlo. Genau, Kaltenkirchen, deswegen haben Sie gesagt, ich gehe mehr in den Süden, ne, damit es wärmer wird. Ja, in Rom zu Hause. Vermute ich mal. Hab da studiert. Ja. Nach 2 Kaplansjahren dann nochmal 4 Jahre gelebt, auf einem Friedhof übrigens. Und das ist hängen geblieben. Auf einem Friedhof? Auf einem Friedhof. Wie war das so? Es gibt, wenn Sie also, ja, es ist mir eigentlich niemand begegnet oder höchst selten nur. Ja, aber ja. Der, und es kamen auch relativ wenig frische Leichen. Es ist der Deutsche Friedhof. Wenn Sie also am Petersplatz stehen und links reingehen, ja. Dann ist gleich auf der linken Seite der Deutsche Friedhof. Wunderbar, romantisch, großartig. Und da am Friedhof, zum Friedhof gehörig, ist eine Kirche und ein Haus. Und in diesem Haus wohnen Priester aus Deutschland, die noch weiter studieren und die von da einen relativ kurzen Weg zu den vatikanischen Archiven und Bibliotheken haben. Ja. Und irgendwann sind Sie dann nach Schwaben. Also hierher zu uns gekommen, wann war das? Das war 83. Und als Sie gehört haben, ich weiß nicht, wer entscheidet sowas? Oder ach, das ist in meiner Branche immer etwas schwierig. Ja, eben. Ich gehörte eigentlich zu Aachen und bin dann von Augsburg eingekauft worden. Ah, wir haben Geld. Bin nicht so sicher. Und als Sie dann, also als Ihnen dann klar war, also Sie kommen hierher nach Schwaben, nach Augsburg, hier in die Region, haben Sie dann zum Herrn gesagt, danke, lieber Gott, wunderschön, oder haben Sie eher gesagt, lieber Gott, was tust du mir damit an? Nein, das auf keinen Fall, aber wollen tat ich eigentlich nicht, denn ich sollte weiter studieren und da habe ich nicht eingesehen, warum eigentlich. Ich fühlte mich fertig. Ja. Und ich kam dann hier an die Fakultät und die Fakultät war tatsächlich so, wie ich sie mir in meinen schwärzesten Träumen vorgestellt hatte. Und und dann war ich froh, als der Bischof Stimpfle dann mir diese Wallfahrt Vesperbild anbot. Ja, Maria Vesperbild. Da sind Sie praktisch Wallfahrts
direkt oder wie sagt man, also leiten das Ganze. Ja. Und da kommen wahnsinnig, so im Jahr kommen wahnsinnig viele Menschen. Ne? Wie ja, sind wir, haben, wir können uns also nicht beklagen. Wir haben im Jahr zwischen 18.000 und 21.000 Beichten. Beichten? Beichten. Das ist die einzige Zahl, die ich ganz genau eruieren kann, weil wir in jedem Beichtstuhl ein Büchlein liegen haben, wo sich der Beichtvater mit der Anzahl der Beichtkinder eintragen muss und der Uhrzeit. Da kommen dann einige Sünden zusammen. Ja, das kommt drauf an. Manchmal kommen auch Leute nicht so sehr wegen der Sünden, sondern weil sie bedrückt sind oder ein anderes Problem haben. Ja, ja. Beichte hilft ja in jedem Fall. Ja, ja. Herr Imkamp, man kann Ihnen ja, glaube ich, alle Fragen stellen. Ne? Sie sind... Darum, ich überlege mir gerade, ich meine, wir haben ja gar nicht viel Zeit so in dieser Sendung. Wir könnten jetzt über Gott und die Welt reden, aber das führt ja ins... Ich frage jetzt mal einfach mal was anderes. Es ist Sommer. Der Mensch atmet auf, ist frei. Ich frage Sie mal, waren Sie schon mal so richtig verliebt? Ja, ich bin ja nun schon in fortgeschrittenem Alter. Ne? Ich frage nicht, sind Sie verliebt, sondern... Ja, und da muss ich also weit zurückdenken. Ja. Es gibt da Jugenderinnerungen vor dem Abitur. Ich bin ein 68er. Oh, ein Wilder? Ah, sieht man nicht. Ne? Aber war schon einiges los. Einiges? Vor dem Abitur. Vor dem Abitur. Ja. Und war schön? Anstrengend. Anstrengend. Und das hat Ihnen dann bei der Entscheidung geholfen, Priester zu werden? Sie haben einfach gesagt, mir ist das zu stressig. Nein. Dafür ist der Job zu stressig. Denn wir haben ja den Zölibat, weil wir keine Zeit mehr für die anderen Sachen haben. Das stimmt auch wieder. Hast du immer für eine Antwort gut. Jetzt, ich meine, Sie können auch gerne mich mal etwas, ja, oder beziehungsweise, passen Sie auf, Sie haben jetzt etwas von sich erzählt, ich erzähle etwas von mir oder, passen Sie auf, wir spielen kurz mal Wahrheit oder Lüge. Ich sage Ihnen drei Dinge über mich oder beziehungsweise behaupte drei Dinge, ja, und Sie sagen mir, was glauben Sie, was stimmt und was glauben Sie, was nicht stimmt. Ja. Okay? Ich behaupte mal von mir drei Dinge. Das erste ist, sage ich, ich war mal im Kloster, also länger. Zweitens, ich bin schon das dritte Mal verheiratet. Und drittens, ich habe eine einjährige Weltreise gemacht. Was glauben Sie, was stimmt und was glauben Sie, was nicht stimmt? Das ist schwierig. Im Kloster waren Sie ja mit Sicherheit, denn Sie haben in St. Stephan Abitur gemacht. Ja, ich war da auf der Schule. Ja, aber Schule und Kloster, Patres ist das Gleiche. Der dreimal verheiratet, meine Güte, hat Ihnen einmal nicht gereicht? Es war mir zu stressig. Und dann beim zweiten Mal der gleiche Stress? Ja, da dachte ich, da wird es ruhiger. Wurde es auch nicht, habe ich gesagt, die drei entscheidet. Und aber ich sage noch nicht, ob es weiß oder stimmt. Aber Sie könnten es sich vorstellen, dreimal hintereinander. Ob ich es mir wünsche? Vorstellen? Ja, vorstellen kann ich mir viel. Na ja, muss das sein. Ja, glauben Sie, dass es stimmt oder nicht? Bin noch nicht sicher. Das dritte war die Weltreise. Ein Jahr eine Weltreise. Das wünschen Sie sich mit Sicherheit, das wünschen sich ja viele. Ich glaube es Ihnen. Also Sie glauben, ich bin ein Jahr um die Welt. Bei der Heirat sind Sie sich noch unsicher? Drei, ich meine, ich traue Ihnen drei hintereinander zu, auch gleichzeitig, Dankeschön, wenn Sie wollen. Aber also ich glaube es nicht. Aber ich würde Ihnen fünf hintereinander zutrauen. Überschätzen Sie mich nicht. Ja, doch, also Sie strahlen schon was aus, glaube ich, was bei Frauen durchaus, glaube ich, ankommen kann. Sie haben so eine gewisse Coolness. Sie sind gut, Sie können sprechen, Sie haben Humor. Humor. Also ich will Sie jetzt nicht, ne? Ich habe Ihnen was mitgebracht. Aber ich verrate Sie noch kurz, Also die Weltreise habe ich nicht gemacht. Stimmt auch nicht. Das mit dem dreimal verheiratet stimmt auch nicht. Einmal. Und immer noch. Glückwünsche. Dankeschön. Und ich war im Kloster. Aber richtig im Kloster. Ich habe ein Noviziat gemacht. Bei wem? Bei den Benediktinern in St. Stephan. Toll. Jetzt sind Sie platt, gell? Ja, also ja, ich meine, vielleicht Ihre Kopfform hat noch so etwas Spätmonastisches. Also man könnte sich gut einen Benediktiner-Kukulle darunter vorstellen. Ja, ja. Das ist jetzt ein Kompliment, Sie dürfen erfreut gucken. Also, dann bin ich ja. Also das war eine sehr spannende Zeit, muss ich sagen, eine wirklich auch sehr interessante Zeit. Ich bin da wieder rausgegangen, weil es so für mich doch nicht das Richtige war. Hatte nichts mit einer Frau zu tun. Ja, da gibt's ja auch. Aber habe dann auch noch weiter Theologie studiert. In? Wo? Augsburg war mir, Sie haben es vorhin schon gesagt, das war mir zu konservativ. Ja. Tübingen und Münster. Meine Güte.
Da hat man gesagt, das sind Tübingen die... Ich weiß, Tübingen hat Ihnen allein nicht gereicht. Ja, das sind die Linken, richtig. Das ist also Tübingen, Münster war... Meine Güte, haben Sie dauerhafte Schäden davon getragen? Nein, überhaupt nicht. Ich habe Denken... Sind Sie sicher? Haben Sie es überprüft? Sie meinen, ich merke es gar nicht mehr? Genau, das ist nämlich... Bei diesen Krankheiten ist das der Fall. Also die... Da sollten wir was unternehmen. Und da habe ich schon auch den Vorschlag für Sie. Ich habe Ihnen einen Wallfahrtskalender mitgebracht. Sehr schön. Und ich habe Ihnen einen Auszug, so für den kleinen Appetit zwischendurch, das Sommerprogramm mitgebracht. Ah, wunderbar. Vor Maria Festkoppel. Dass Sie mal vorbeikommen können. Sie waren ja schon mal in der Gegend. Ja, aber ich war noch nie richtig. Da schau her. Da waren Sie immer. Ja, da war ich schon mal da. Aber so richtig bewusst schaue ich mir gerne an. Sollten Sie unbedingt tun. Schaue ich mir gerne mal an. Und wir schauen jetzt mal hier rein in diese Wundertüte, die immer unsere Redaktion vorbereitet. Ich weiß nicht, was drin ist. Es hat vielleicht irgendwas mit uns zu tun. Da ist vielleicht auch eine Aufgabe für uns drin. Wir schauen einfach mal rein. Sind Sie bereit? Ich öffne. Bringt da was? Ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht ist irgendwie ein Beichtspiegel drin oder irgend... Es ist ein Wallfahrtsset. Wallfahrtsset. Dann schauen wir mal, was da drin ist. Au ja, eine Licht... eine. Das ist doch eine Zitronenpresse, nein, oder was ist das? Vielleicht haben... Nein, das ist was, um eine Kerze reinzutun. Ach so. Eine Kerze bei einer Lichterprozession. Damit die nicht mal ausgepustet wird. Und dann damit die nicht beim Wind geht, kann man wahrscheinlich da drauf machen. Ja. Sehr schön. Jetzt schauen wir noch was hier. Das ist das Kreuz. Das ist, das erklärt sich. Sonst zum Wallfahrten braucht man eigentlich nicht viel Ausrüstung. Nein, seine Füße, alle Ausrüstung kriegen Sie bei uns. Man geht hin. Ich mach's mal auf. Ja, schon, und die beiden Kerzen. Sind genau die Kerzen, richtig, haben wir das Rätsel gelöst. Sehen Sie, da sind Sie ja schon ausgerüstet für die Lichterprozession am 15. August. Sie kennen sich aus im Marketing. Was heißt nicht mit Marketing? Ja, Sie kennen sich aus im Marketing. Das ist eine kleine Information. Ja. Das üben wir noch, dann schaffen Sie das auch. Ich glaube auch, Sie haben doch auch in der Kirche so zu tun mit Seligsprechungen und Heiligsprechungen und dergleichen. Kann ich Sie direkt fragen, was muss ich tun, um heilig zu werden? Wahrscheinlich erstmal sterben, ne? Naja, zuerst mal müssen wir die Tübinger und Münsteraner Geschichten abbauen. Ne? Und dann, ich würde also sagen, fangen Sie mal mit der Beichte an. Und dann sonntags zum Gottesdienst gehen, das heißt zur Heiligen Messe, jeden Sonntag. Jeden Sonntag. Das ist schon zu schaffen. Okay. Und dann ist man schon heilig? Na, aber damit fängt es an. Wir wollen ja anfangen. Ne? Ja, okay. Man muss erst wir sind ja in der Einstiegsphase. Ja, okay. Beichtung. Und ab und zu mal, sagen wir, auch einmal in der Woche mal einen Rosenkranz beten. Haben Sie zu Hause Weihwasser? Leitungswasser. Weihwasser. Nee, Weihwasser in dem Sinne. Auch kein Weihwassertöpfchen. Nee. Ja, das kommt, wenn man in Tübingen studiert hat. Okay. Also Sie sollten in Ihrem Schlafzimmer so ein kleines Weihwassertöpfchen hängen haben und eine Flasche, wo Sie das nachfüllen können. Dann bin können. Ich auf dem richtigen Weg. Dann sind Sie. Sie sind noch nicht da. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang, aber unsere Sendung ist leider schon wieder zu Ende. Es geht blitzschnell. Mit uns kommen Sie in den Himmel. Ja. Wunderschön, hat mir sehr gut gefallen. Alles Gute. Das war Auf ein Bier mit, präsentiert von Hasenbiere. Hasenbiere. Einfach, ehrlich, echt. Katholisch 1 TV. Eine halbe Stunde kompakte Information. Mit Berichten und Interviews rund um den katholischen Glauben. Im Bistum Augsburg und in der Weltkirche. Katholisch 1 TV. Immer sonntags 18:30 Uhr und 22:30 Uhr.